So, willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Heroes 7. Es ist soweit, lasst uns die Mission abschließen. Ich finde einfach keine Gegner mehr, gegen die ich kämpfen könnte. Ich habe sogar fast alle Obelisken besucht, also ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. War ich da schon? War ich auch noch nicht. Ich habe sie jetzt auf Stufe 18 gebracht, was ja schon extrem ist. Und jetzt versuchen wir noch den Rest zu schaffen. Siegel Nummer 1. Und Sylannas Mantel. Kann ich nicht hinziehen. Warum nicht? Achso, deswegen. Siegel Nummer 2 und Ilats Mantel. Siegel Nummer 3 und Elrats Mantel. Außerdem noch Zauber, die wir nicht gebrauchen können, weil sie einfach, ja, im Zauber eine Null ist. Du hast auch keine Talentpunkte mehr, die ich irgendwo hin vergeben könnte. Und deswegen bewegen wir uns jetzt einfach durch das Portal. Okay, wir haben ziemlich viele Leute dabei, unter anderem 52 Hirsche, über 500 Dryaden, über 700 Feen, 200 Druiden, 250 wunderbare Klingentänzer und 381 Schützen. Beziehungsweise Jäger. Ich brauch... Was war das? Ich brauche keine Dinge mehr. Der Weg ist blockiert. Ah, müssen wir einmal reparieren. Musik kommt mir bekannt vor. Sehr schön, da ist der Weg frei. Lasst uns rein. Rumpeln, noch sind wir unentdeckt. Seid nicht dumm, Charna. Die Engel beten den Drachen des Lichts an, das Fanal der Wahrheit, das alle Lügen durchschaut. Sie wissen von uns, aber aus irgendeinem Grund kennen sie unsere Absicht noch nicht. Tja, die werden wir auch nicht so schnell preisgeben. Wir laufen einfach dran vorbei. Wie sieht's aus? Ihr seid, ja, ziemlich gut, aber nicht stark genug. Können wir hier nicht irgendwie vorbei? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Einwegportal. Damit sind wir drin. Was ist eigentlich der Auftrag? Erreicht das zentrale Bauwerk des Reliquienschreins. Das machen wir, das kriegen wir hin. Sieht ja doch relativ einfach aus. Die Barriere zum Reliquienschrein wurde bereits aufgehoben. Was war das? Ach so. Jetzt habe ich es wieder weggemacht. Oh, kann es sein, dass du auch mit reinkommen musst? Dass wir das zu zweit machen müssen? Na denn los. Hol dir alles, was du an Leuten kriegen kannst. Wir werden es dringend brauchen. Du holst jetzt noch aus der oberen Festung die Leute. Ja, wir müssen es definitiv zu zweit machen. Ganz sicher. Okay. Und das müsste reichen. Wir sind immerhin Stufe 18. Ich sehe da keine Probleme. Sehr schön. Ja, und jetzt, rein. Go, go, go. Ja, ja, die neue Woche ist angebrochen. Nee, da solltest du jetzt eigentlich... Doch, obwohl, klar, da sollst du hin. Du gehst jetzt hier hin. Genau, dann machst du die Barriere wieder frei. Und du gehst rein. Kaum legte Ludmilla Hand an die kostbare Reliquie, als sie die Kraft eines Alarmzaubers spürte. Sie wusste, sie musste schnell sein bei ihrer Flucht. Wie von Sender prophezeit. Die Engel sperrten schnell alle Fluchtwege. Sie kannten jetzt ihre Absicht und der Totholzstab war eine zu mächtige Waffe für die Ambitionen von Menschen. Bei Elrath! Das Dunkel prüft uns wieder. Werden diese sterblichen Seelen ihre frivolen Gelüste denn niemals stillen?
Nein, nein, werden sie nicht. Sieht aus, als könntet ihr euch nützlich machen, Charna. Warum beschäftigt ihr diese Engel nicht, während ich der Hierophantin die Trophäe bringe? Ich gebe mit Freuden mein Leben für meine Gebieterin. Doch glaubt nicht, dass ich dies je vergesse. Asha nutzt alles, teure Charna. Mal sehen, ob uns dieser Stab gleich hier und jetzt von Nutzen sein kann. Na, ich bin gespannt. Zeigt mir doch mal das Stäbchen. Wo ist er? Ist er schon im Inventar? Totholzstab, da ist er doch. 10 Magie. Ja, was dir nicht wirklich viel bringt, weil du keine magischen Angriffe hast, du blöde Kuh. Ah. Wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir sollen wieder zurück nach Hause. Oh, und das Siegel wurde versperrt. Kannst du das wieder freimachen? Bereits aufgehoben. Ich sehe aber noch eins. Weg ist blockiert. Komme ich denn jetzt hier durch? Musst du doch garantiert irgendwas machen. So, von da werden sie wahrscheinlich gleich kommen. Aber wo soll ich sonst hin? Hier oben ist auch noch ein Portal. Oh, warte, das ist ein Rätsel. Und ich mag keine Rätsel auf meine Kosten. Nee, hier ist auch nichts. Irgendwas muss ich doch machen. So, weitere Erfahrungspunkte. Ah ja, so geht's natürlich auch. Gut. Dort kommen wir nicht hin. Aber wir kommen hier durch. Ja, das ist einfach. Oh, maximale Stufe erreicht. Na, endlich. So, dann können wir dir auch gleich mal ein bisschen was in Magie geben, oder? Nee, kommen wir nicht ran. Egal, machen wir erstmal Wasserschild. Er weiß gar nicht, wo er hin soll. Was ist hier los? Okay, aber wie sollst du hier rauskommen? Wir jedenfalls flüchten. Da bin ich mir sicher. Das ist nur ein Einwegportal, ein Ausgang. Das ist auch nur ein Ausgang. Ich komme hier nirgendwo raus. Weg ist blockiert. Weg ist blockiert. Da könnten wir flüchten. Aber von da werden sie kommen. Verschwinde, Ludmilla. Ah, ein Bewegungspunkt fehlt noch. Ey, die kommt hier wirklich nicht mehr raus. Ha, die ist mit Absicht gefangen. Wir könnten so viele wie möglich fertig machen, um vielleicht noch ein Level aufzusteigen. Okay. Wow. Wow. 500 Engel. Natürlich. Oh Gott, wir haben es geschafft. 5000 Erfahrungspunkte gibt es dazu. Und damit haben wir Stairway to Heaven geschafft. Das war der Lohn der Geheimhaltung, die dritte Mission der Nekromanten. Und wir kommen zu den letzten beiden in den nächsten Parts. Danke fürs Ansehen.
Nach der Beschaffung des Totholzstabes konnte kein Zweifel mehr bestehen, dass Sender Visionen von der Spinnenkönigin empfing. Der Stab war aus einem verbrannten Ast des heiligen Baums der Elfen geschnitzt. Eine Waffe, die des Anführers einer Nation würdig war. Ludmilla und Ada Malik konnten noch nicht wissen, wie mächtig dieser Stab tatsächlich war. Sie waren geborene Zauberer und in den sieben Städten galt, dass für jede Kraft eine Gegenkraft existiert. Senda hatte nun ein Zepter, das die Macht des wahren Todes beschwören konnte. Eines vom Leben gespeisten Todes. Und von diesem Tod gab es keine Wiederkehr. Vergesst nicht die Heldenaktion in der Schlacht.